Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Witcher 3. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalma nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher einen Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Okay. Wenn Hjalma oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Kein Problem, Digga. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Ard Skellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Alles klar. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Okay. Somit, sehen wir die Sachen wieder an. Ey, wirklich hier rot, da grün, da orange, da blau, er ist echt Untergrund. Zwei Fähigkeitsdinger. Wir hier und dann da runter. Das ist eine Verzierung. Bist du an einer Waffe? Was? Hunderter Kapazität, Satteltaschen, das ist natürlich praktisch. Das kaufe ich immer. Das kaufe ich ihm. Das kaufe ich. Oh, ja, das würde ich vielleicht. Ja, dann war halt das Werk reparieren. Wiedersehen. Okay. Vorsicht. Jetzt sind wir vorbereitet.
um alles Mögliche. Was hier. Und dann drei Plätze. Warte! Vorsicht! Die in den Ruinen nach Schätzen gesucht haben. Ich weiß es nicht. Was hat er denn? Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Reden wir erst über meine Belohnung. So viel? Ich werde mir was leihen müssen. Aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? 47 ist immer eine gute Top. Hier in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken von Faria aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich habe gesagt, Sohn, die Faröer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Ja. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olwe. Fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders. Aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Wenn man etwas hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt, nur lauter, müsst ihr sofort... Warum denn, Großvater? Weil sich dort ein Monster rumtreibt. So eines, das Kinder mit Haut und Haar verschlingt. Was? Wie denn die Quest ist? Neunundzwanziger Level. Hexer auf. Wo kommen denn die ganzen Novigrad-Quests her? Ach so, es waren 23. Komm, treffen wir erstmal Yennefer. Heya! Eieiei, ich bin fertig, das Land hier oder was? Das sieht halt groß aus, was schief. Hier oben vielleicht ein Sperrreisepunkt, den ich irgendwie ergaunern kann. Oh ne, was man schaut. Weiter so, Plätze! Wohin segelt ihr?
ihr diesmal. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier da den Stahl. Ich hätte ein Angebot für dich. Was? Angebot! Angebot! Angebot und Nachfrage! Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Die Jenge Fred höchstpersönlich. So, so. Und wozu braucht der berühmte Djenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Nee. Trotzdem erstmal nicht mit der Vergangenheit weitergeht. Alter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich wirklich gucken muss. Ich werde einfach weiter. Hey. Sonst kommen wir ja auch nicht voran hier. Einen riesen Umweg gelaufen, aber nein. Na, streitet ihr, ne? War schon wieder. Vielleicht, aber ich habe einen triftigen Grund. Ja? Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Gut! Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig! Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos! Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde.
Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Es hat also niemand die Maske je benutzt? Nein, aber... Du weißt also nicht, ob und wie sie funktioniert. Doch, die Mythen berichten davon. Die Mythen. Glaubst du an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung. Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Hey, hier nach! Wir müssen die Maske neutralisieren. Ihre Macht ist zum Schweigen. Ah, Gott. Ist ja klar, heimlich abbauen wir wieder. Um uns mal so ein Hühnerbein rein. Na toll. Ja? Was war das? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Nun, gehen wir. Hier entlang. Da ist die erste Stelle. Wartet drauf. Oh, was? Oh, oh, oh. Oh, Gott. Hier ist es. Leg die Maske an. Irgendwelche Anweisungen? Behalte es, was ich gesehen habe. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Wenn ich mit dir fertig bin, gibt's von dir nichts mehr. Leg die Maske an. Pass auf! Jo, das war Ciri. Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin? Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Und? Bereit? Benutze die Maske. Jemand jagte Ciri.
Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen wieder nach Velen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Leg die Maske an. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch das Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn... Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Artskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall.
Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Warte. Wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Mhm, du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Machen wir natürlich. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindersfjall war. Wenn ich mich recht entsinne, geht es hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann. Haut rein.